Es ist der 20. Januar 2024. Hunderttausende Menschen demonstrieren auf Deutschlands Straßen gegen Rechtsextremismus. Die stille Mehrheit wird plötzlich so laut wie nie zuvor und löst eine Welle aus. Eine Welle, die sich für eine gerechte und diskriminierungsfreie Welt einsetzt. Bis Ende Februar sind es in Deutschland über 3 Millionen Teilnehmende, die in über 1000 Kundgebungen protestieren. Damit ist es die größte Demonstrationsserie, die es in diesem Land jemals gab. Und das wurde auch allerhöchste Zeit. Warum? Darüber sprechen wir heute. Hi, mein Name ist Juri und ich begrüße euch herzlich zur neuen Staffel von Versprochen, dem Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Ihr habt's gehört, Versprochen ist endlich zurück und wir befinden uns mittlerweile in der 4. Staffel. Doch dieses Mal wird sich so einiges ändern. Was bleibt, und das ist uns wichtig, ist der Fokus auf Fairness. Und genau dafür haben wir uns ein komplett neues Konzept ausgedacht. Denn wir suchen die Fairness-Heldin 2024. In dieser Staffel möchten wir gemeinsam mit euch Menschen, Vereine oder Organisationen ins Scheinwerferlicht stellen. Aber nicht irgendwelche, sondern solche, die sich gegen ein bestimmtes Problem oder für bessere Lösungen in unserer Gesellschaft einsetzen. Und wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Jeden Monat von April bis Oktober 2024 gibt es ein bestimmtes Thema, welches wir in den Vordergrund stellen möchten. Passend zu diesem Thema nominieren wir dann monatlich 7 Fairness-HeldInnen, die sich genau dafür besonders stark einsetzen. Aber nur einer oder eine der 7 kann Fairness-HeldIn des Monats werden. Wer? Das entscheidet ausschließlich ihr über ein Voting. Alle GewinnerInnen erhalten natürlich auch einen Preis, aber dazu gleich mehr. Im November treten dann nochmal alle MonatsheldInnen in einem gesonderten Voting gegeneinander an. Und auch hier entscheiden dann eure Stimmen gemeinsam mit einer Jury, wer Fairness-HeldIn des Jahres 2024 wird. Genug geredet, lass uns endlich loslegen. Denn wie ihr gerade schon gesehen habt, starten wir im April mit einem unglaublich wichtigen Thema. Es geht um Antirassismus. Aber was ist Rassismus überhaupt? Dazu gibt es verschiedene Definitionen, zum Beispiel die von der Bundeszentrale für politische Bildung. Rassismus ist eine Art von Diskriminierung. Durch Rassismus werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Haare, ihres Namens oder ihrer Sprache diskriminiert, ausgegrenzt und abgewertet. Rassismus ist die Erfindung, dass es bei Menschen unterschiedliche Rassen gibt. Und Rassismus ist die Erfindung, dass diese Rassen eine Ordnung oder eine Reihenfolge haben. Und obwohl das Denken in Rassen nicht nur schlichtweg falsch, sondern auch gefährlich ist, ist Rassismus auch in Deutschland ein sehr großes Problem. Und um das deutlich zu machen, haben wir für euch nochmal ein paar Zahlen, Daten und Fakten herausgesucht. Fakt ist, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung sind 49% der Befragten noch immer der Ansicht, dass menschliche Rassen existieren. Fast jede zweite Person empfindet zudem Kritik an Rassismus als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Allein im Jahr 2022 haben sich 8.827 BürgerInnen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. So viele wie nie zuvor. Auch die politisch rechts motivierten Straftaten stiegen auf ein Allzeithoch von 8.408 Delikten, die das Bundesinnenministerium zählte. Nicht nur die Zivilbevölkerung, auch Unternehmen zeigen mittlerweile Flagge und setzen sich gegen Rassismus ein. Kongster zum Beispiel schon seit Jahren, unter anderem gemeinsam mit dem FC St. Pauli. Beim nächsten Heimspiel am 13. April wird jetzt ganz aktuell wieder auf das Kongster-Logo auf der Trikotbrust verzichtet und stattdessen der Schriftzug "Kein Platz für Rassismus" sichtbar sein. Zudem wird der Ausstieg aus der rechten Szene gemeinsam mit der Initiative Kurswechsel Hamburg unterstützt. Und das Gute ist, es gibt auch darüber hinaus wahnsinnig viele Menschen, die selbst oder im Rahmen einer Initiative aktiv gegen Rassismus ankämpfen, die aufklären und Menschen verbinden. Für eine gerechte Welt ohne Rassismus. Und 7 von diesen tollen Menschen möchten wir am 16. April hier auf dem Kanal als Fairness-Heldin im Bereich Antirassismus nominieren. Ab dann habt ihr bis zum 23. April Zeit, auf kongster.de/fairness-heldin für eure Favoritin oder euren Favoriten abzustimmen. Und was richtig gut ist, Kongster möchte den jeweiligen Fairness-HeldInnen des Monats noch etwas mehr Aufmerksamkeit ermöglichen und kooperiert hierfür mit dem Zeitverlag. Und ihr entscheidet nun, wer Fairness-HeldIn für diesen Monat wird und im Mai dann ein Porträt oder Interview erhält, das unter Zeit Campus Online sichtbar sein wird. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal jetzt und seid gespannt, wenn es nächste Woche mit den ersten Nominierten losgeht. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald.